und deine Art, dein ganzes Style passt hier nicht richtig rein. Auch bei den Mädchen hattest du jedes Mal wenig Glück. Sprachst du mal eine an, kam eh nicht zurück. Oder beim Sport, du warst immer der Letzte bei der Mannschaftswahl. Alle in Adidas am Start, du meistens in Sandalen. Die coolen Jungs von Yamaha oder KTM. Du hattest nur ein altes Fahrrad oder bist getrennt. Und die Musik, die du gehört hast, die fand niemand cool. Du warst der Freak, der nie dazugehört hat in der Schule. Du warst der Typ, den man mal gerne übersieht. Nicht unbesympathisch, nur nicht unbedingt verliebt. Auf jeden Fall, das war richtig, richtig toll. Vielen Dank, sehr freundlich. Ich finde, ihr habt euch da super, super eingegrooft in diese Girls Group. Hey, ja, wir sind ein super Team, Fanta 5 ist auf jeden Fall eine Option. Ihr beide, ihr habt Vincent auf jeden Fall schon mal gefesselt an seinen Stuhl, ihr alle gemeinsam. Also Team Michi und Smude habt Vincent schon mal einfach hat dich aufgeräumt. Wie kommt ich gebe auf, langsam. Nee, ich gebe auf. Bei mir ist ein bisschen zu kurz geblieben. Ja. Wollen wir mal runtergehen? Michi, Smude, ihr wieder zurück auf die Stühle. Ich ihr drei, so kommt mit mir. Okay, komm, hör mal auf. Mega cool. Oh, danke schön. Das ist schön, dass Lena dich jetzt befreit. Ein bisschen hast du auch noch zu tun. Hat's euch denn Spaß gemacht? Ja. Mega. Wie war denn die Zeit mit den beiden? Es war so cool. Wie lang sind diese Dinger? Viel zu kurz. Ja, ja, viel zu kurz. Also, ich könnte ja auch passieren, ich muss sagen, ich finde die Tattoos von Ava schon ziemlich cool. Ich fand's schon cool. Also, ich finde so ein The Voice Kids Tattoo, falls Ava gewinnen sollte, wäre schon drin, oder? Komm. Ja, also die Stelle verraten wir nicht, aber ich glaube, das wäre mein erstes. Sehr gut, dann ist doch das schon mal super. Vincent, nachdem du jetzt wieder befreit wurdest, wie fandest du denn diese Performance gerade? Super geil. Es hat super viel Spaß gemacht. Es ist auch so schön, so eine Performance zu sehen, mal mit dem ganzen Publikum, die alle mitmachen und euch vor allem anfeuern, die Talente, die hier im Team Michi und Smude auf der Bühne stehen. Und ach so, ja, danke, ich finde das ja immer geil, wenn sowas kombiniert wird, ja, wenn eine englische Version Dankeschön. Mit deutschem Rap dann und jeder halt seine Momente hatte zu scheinen, auch dass Emma, dass du jetzt gerappt hast, ja, klar. Ein bisschen, Lena. Es war super geil. Also ich, hier, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Danke. Ich könnte es nochmal machen. Danke. Sehr gut. Wer weiß, wer weiß. Während Lena hier noch die Bühne freiräumt, aber Lena gefällt sammelst mir auch du das, sehr gut. Sag mal. Nee, aber es macht mich glücklich. Das ist Lenas Fetisch. Wir wollen natürlich, dass du glücklich bist. Tu, was du nicht lassen kannst. Mach einfach weiter. Ich finde das toll. Währenddessen. Nee, aber es macht mich glücklich einfach. Lass mich. Das, nee, mach, was dich glücklich macht. Was mich total glücklich machen würde, ist, wenn Sie jetzt Ihr Telefon in die Hand nehmen und einfach mal folgende uns Nummer auch, wählen. Uns auch. Ja, oder? Folgende Nummer, 01379-7878. Und dann gibt es die folgenden Endziffern. Für Emma wäre das die 11. Wenn Sie Ava vorne sehen möchten, dann wählen Sie die Endziffer 09. Und wenn Kadi Ihre Favoritin ist, dann wählen Sie bitte die Endziffer 04. Und auch aus Österreich und der Schweiz können Sie natürlich mitvoten. Und zwar in der Join-Me-App. Alle Infos dazu gibt es auf gewinnarena.de. Ihr drei Girls, ihr wart der Wahnsinn. Wirklich, was für eine Hammer-Performance. Ich freue mich gleich noch mehr von euch zu sehen. Emma, Ava und Kadi aus Team Michi und Smude. Yeah.